Waffenrock zuknüpfen. Sir. Mist. So ein vornehmes hohes Tier. Der Spähtrupp kommt! Feuer! Gebt Feuerschutz! Lauft! Den Mann sofort zu. Major? General Alexander möchte Sie umgehend sprechen. Was gibt's denn Dringendes? Keine Ahnung. Offenbar planen die irgendwas Großes. Achtung! Gentlemen? General? Colonel? Männer! Drei Divisionen. Zwei amerikanische, eine französische. Wir greifen entlang des Argonnenabschnitts an. Die 77. Division hat den Befehl, den Argonner Wald zu säubern. Major Whittlesey. Sir. Ihr Bataillon hat den Auftrag, die Charlevoix-Mühle einzunehmen und zu halten. General Alexander, ich bitte offen sprechen zu dürfen. Major? Heute Morgen habe ich bei der Sondierung des Gebiets einen Zug verloren. Mit solch annehmbaren Verlusten müssen wir leben, Major. Colonel? Der Bericht der Artillerie, Sir. Annehmbare Verluste, General?
Wir sind nicht in der Lage, dort anzugreifen. Es wäre absoluter Selbstmord. Wie kommt es, dass keiner meiner anderen Offiziere so darüber denkt? Haben Sie außer Jura auch die Kunst der Kriegsführung studiert? General, unsere Vorräte müssen aufgefrischt werden. Es fehlt uns an Munition, Lebensmitteln und Medikamenten. Und wessen Schuld ist das? Ihre politischen Ansichten sind mir sehr wohl bekannt, Major. Sie scheinen immer noch an Wilsons Grundsatz zu hängen, wir seien zu stolz, um zu kämpfen. Ihm haben wir zu verdanken, dass wir auf diesen Krieg schlecht vorbereitet waren. Oder haben Sie noch etwas anderes auf dem Herzen? Sir, ich werde mein Bataillon in die Argonnen führen. Aber Sie werden mich und meine Männer wohl kaum wiedersehen. Jetzt werden wir sehen, was für ein Mann unser Anwalt aus New York wirklich ist. Captain, finden Sie raus, mit wie viel Mann Verstärkung wir rechnen können. Ja, geht klar. Die meisten von diesen Vögeln sehen aus, als würden sie es gerade mal um den Häuserblock schaffen. Für unsere stattlichen jungen Männer. Die allerbesten Wünsche der Ladies Audubon Society, Hampshire, England. Hey, wir schicken dich wieder zurück, mein Freund. Du bist noch zu klein für diesen Job. Keine Sorge, Cherami. Du wirst es schon schaffen. Gib mir mal ein Pfeilchen. Ja, aber nur bei dir. Danke, Kumpel. Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren. Lieutenant Leak? Ja, Sir. Ich bin Captain McMurtry. Willkommen beim 308. Captain, hier muss ein Irrtum vorliegen. Ich bin für eine Einheit aus Texas eingeteilt worden. Die meisten von denen sind aus New York. Die sind aus der Großstadt. Ich habe Schwierigkeiten, die Boys zu verstehen. Sie brauchen sie nicht zu verstehen, Lieutenant. Es reicht, wenn die sie verstehen. Sie rufen jetzt ihre Namen auf und sorgen dafür, dass die sich auf diesen LKW setzen. Ethan Asikos. Ja, Yoda. 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 Lepasti. Kradoshinsky. Hey, ihr redet alle Welt mit Kumpel an. Ist das üblich in New York? Du kommst nicht aus unserer Stadt. Nein, aus Big Fork, Montana. Nie davon gehört. Sowas, diese Uniform dürfen sogar Ochsenmelker tragen. Hey, was willst du damit sagen? Schon gut, spar deine Kräfte für die Deutschen auf. Was hat er gesagt? Na, er denkt, dass du vielleicht eine Brücke kaufen willst. Was für eine Brücke? Die Brooklyn Bridge, was für eine Brücke denn sonst? Was für eine Army ist das hier? Da machen wir uns auf die Socken nach Frankreich und haben irgendwelche Typen aus Dunghausen hey! Am Hals. Halt! Hey, Rosen, Sophilia, steigt hinten auf, wir rücken aus. Wir nicht, Sarge. Die Jungs bringen uns gerade in den Bunker. Der Major braucht jeden von uns an vorderster Front. Das gilt auch für euch zwei, Waffe. Sie wurden erwischt, als sie in ein Bordell schleichen wollten. Gerade sind sie entlaust worden. In den Schützengräben riecht jetzt keiner besser als die. Was ist eigentlich los, Sarge? Wir sind auf dem Weg zu einer Parade in Paris. Vergesst eure Orden nicht, verstanden? Also, sucht euch jeder ein Loch und versucht ja keine Dummheiten zu machen. Hey, so kannst du von den Krauts getroffen werden. Also hört mir mal zu. Die Krauts greifen gewöhnlich nicht in der Nacht an. Eine Patrouille oder ein Stoßtrupp ist das höchste der Gefühle. Aber das lasst meine Sorge sein. Versucht jetzt eine Mütze Schlaf zu kriegen. Und was heißt es zu essen? Die anderen Sachen sage ich euch morgen. Aus dem Weg. Es ist doch gar nicht mehr so schlecht, hä? Wenn wir die Köpfe unten lassen, passiert uns nichts. Stimmt doch, Glückspilz. Danke. Wie geht's den neuen Jungs? Ja.
Uns trifft es unheimlich gut. Was halten Sie von General Alexanders Plan? Ich bin Berufssoldat. Ich leiste mir den Luxus, darüber nicht nachdenken zu müssen. Ich will sowas von Ihnen nicht hören, Captain. Denken Sie lieber darüber nach, wie wir die Charlevoix-Mühle nehmen können, ohne dass die Jungs dabei draufgehen. Ich werde jetzt nach den Jungs sehen, Major. Ja, Sir. Lieutenant. Guten Morgen, Sir. Ihr wird nicht salutiert, Lieutenant. Verzeihung, Sir. Meine Offiziere und Männer rasieren sich täglich. Verzeihung, Sir. Sie entschuldigen sich andauernd. Wir sind gestern ziemlich spät eingetroffen und... Ist das eine Entschuldigung oder etwa eine Erklärung? Mich interessiert keins von beidem. Ich wünsche, dass Ihr Zug in guter Verfassung ist. Achten Sie auf genügend Verpflegung und ausreichend Munition. Und tragen Sie Ihre Uniform korrekt. Ziehen Sie trockene Socken an, rücken Sie den Helm gerade. Lieutenant Leake, willkommen beim 308. Das ist ein französisches Shushu. Shusha. Jedenfalls totaler Mist, ihr könnt's vergessen. Das ist was für Henchmen und Hollingshead. Und vergesst auch Mörser, Panzer und Artillerie. Die haben wir leider auch nicht. Im Grunde sind wir nur Schlammfresser. Wir wühlen in Kies und Erde. Infanterie. Allmächtiger Gott! Das ist nur ein Handlungsreisender, der mit Zigarren um sich wirft. Das war deutsche Artillerie. Und damit wären wir bei den zwei entscheidenden Dingen angelangt. Nämlich den Dingen, die rausgehen, das sind unsere, und denen, die reinkommen, das sind deren. Schlammfresser müssen die Dinge genau unterscheiden. Wenn ihr was hört, das pfeift und kracht, dann ist es Herr Whizbang. Werft euch der Länge nach hin. Und manchmal bringt Herr Whizbang noch seine Freundin mit, Minenwerfer. Minenwerfer. Minenwerfer klingt wie eine heulende Maiskolbenverkäuferin auf der 10th Avenue. Nein, mehr wie ein Zug, der aus dem Tunnel rast. Es ist nur verdammt schwer, sie zu unterscheiden. Wenn ihr also sowas hört, werft euch sofort auf den Boden. Und solltet ihr getroffen werden, könnte es auch noch was ganz anderes Hübsches gewesen sein, wie... GI-Cans, Fliegerbomben, Maschinengewehre. Und alle möglichen Kartoffelstampfergranaten. Aber das ist alles nicht so wichtig. Entscheidend ist nun mal dieses Ding hier. Wenn ihr einem schlammfressenden deutschen Bastard Auge in Auge gegenübersteht, der so ein Ding vorne auf sein Gewehr gesteckt hat, ist es besser, ihr haut es ihm rein, bevor er es in euch reinsticht. Darüber macht euch mal Gedanken. Alles klar? Ja, klar. Der gehört mir. Hat er gesagt, wir sollen in Deckung gehen, wenn sich was wie ein Zug anhört? Oder war es das, was schwer zu erkennen ist und dass wir uns hinschmeißen sollen, wenn es wie ein Teekessel klingt? Von einem Teekessel hat niemand was gesagt. Ich trinke keinen Tee. Wie hört sich so ein Teekessel überhaupt an? Lass den Quatsch! Ja, Sir? Sehen Sie bitte nach Lieutenant Leake. Ja, das werde ich tun. Hauen Sie sich aufs Ohr, Major. Noch nicht. Captain, denken Sie an das, worüber wir gesprochen haben. Viel Glück morgen. Lieutenant? Captain? Hat der Major Sie sich heute vorgenommen? Der ist wie ein heißes Brandeisen. Ist er von West Point? Er ist ein Anwalt aus New York. Man lernt doch nie aus. Tja, das ist wohl wahr. Mann, wir haben wirklich großes Glück gehabt, finde ich. Es wäre doch traurig, wenn wir den weiten Weg nach Frankreich gekommen wären und später unseren Kindern und Enkelkindern nichts zu berichten hätten. Also morgen klettern Sie aus dem Graben. Suchen Sie sich einen Punkt vor Ihnen und gehen Sie geradewegs auf ihn zu. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wo die anderen sind. Das sind gute Männer, sie werden Ihnen folgen. Sie gehen 10 Meter vor und dann wieder 10 Meter. Nur 10? Immer ganz genau 10 Meter. Auf diese Weise schaffen Sie es, zum Ziel zu kommen. Und was ist mit den Deutschen? Die Jungs wissen, was sie mit denen machen müssen. Das werden sie schon noch früh genug mitkriegen. Die meisten meiner Männer haben noch keine Schlacht mitgemacht. Ich weiß. Es war genauso geplant. Sie haben doch auch noch nie gekämpft, stimmt's? Jedenfalls nicht so. Und deshalb gehen sie ihren Männern voraus. Und sie werden vor ihnen am Ziel sein. Das bedeutet, dass sie derjenige mit der größten Erfahrung sind. Sie werden ihnen sagen, was zu tun ist. Ja, das stimmt. Oder? Genau, Sie machen das schon.
Setzt Bajonette auf! Setzt Bajonette auf! Setzt Bajonette auf! Bajonette auf! Setzt! Bajonette auf! Setzt! Bajonette auf! So rücken Ihre Truppen nicht weiter vor, Colonel. General, wir haben entlang der gesamten Front Feindberührung. Und fast alle meine Kommandeure müssen ihre Flanken sichern. Sie stoßen auf erbitterten Widerstand. Sie, schreiben Sie das auf. Stellungen, die einmal erobert wurden, dürfen unter keinen Umständen ohne direkten Befehl des Divisionshauptquartiers aufgegeben werden. Wir gehen nicht zurück, sondern nach vorn.
Maschinengewehrstellung von der Flanke her an und schalten Sie sie aus. Zu Befehl. Geh nach. Na los, vorwärts. Ihr zwei, darauf. Der hat sicher eine Idee. Tatsächlich? Der kommt aus der Pampa, ist mit Bäumen aufgewachsen. Hast du vorher schon mal einen gesehen? Na, was denkst du auf dem Union Square? Das zählt doch nicht. Komm weiter. Haltet diese Stellung. Sie, Sie laufen da runter. Sagen Sie Lieutenant Leake, er soll den Rest seines Zugs heraufbringen. Yes, Sir. Zwei amerikanische und eine unberittene französische Kürassierdivision greifen an diesen drei Punkten an. Die Franzosen, wie zu erwarten, gehen mit Methode vor. Die Amerikaner dagegen wild und ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Unser Reservekorps ist auf dem Weg zur Front. Innerhalb der nächsten 2 Stunden müssten wir Stellung bezogen haben. Wie schätzen Sie die Lage ein? Aus den Erfahrungen von Château Thierry und dem Bois de Belleau wissen wir, dass diese Amerikaner sehr schwer einzuschätzen sind. Sie ziehen sich nie dann zurück, wenn sie sollten. Wie rücksichtslos von Ihnen, Major. Die Amerikaner werden sich nicht freiwillig aus der Argonne zurückziehen. Wir müssen sie da rausjagen. Captain? Lieutenant? Und jetzt bereiten Sie sich auf den Gegenangriff vor. Wir müssen die Stellung unbedingt halten. Das werden wir. Wie heißen Sie? Private LePasty, Sir. Wo haben Sie denn nur gelernt, so schnell zu laufen? Wenn ich nach Hause wollte, dann habe ich immer eine Abkürzung durchs irische Viertel gemacht. Und da war ich gezwungen, schnell zu sein, Sir. Da bin ich aber sehr froh, dass Sie nicht von einem Ziegelstein getroffen worden sind. Sie kommen mit mir. Sie sind mein Meldegänger. Ja, Sir. Whittlesey hat schwere Verluste erlitten. Er muss sich zurückziehen und sich neu formieren. Whittlesey! Hier spricht General Alexander. Warum greifen Sie nicht an? Wir sind isoliert! Wir haben keine Unterstützung von den Flanken, General! Weil die Franzosen und unsere Truppen schon weit vor Ihnen sind. Sie bremsen den ganzen Angriff, Major. Treiben Sie Ihre Männer an! Können wir mit Unterstützung von den Flanken rechnen? Verdammt nochmal, ich gebe Ihnen den Befehl, Ihr Angriffsziel zu erreichen, ungeachtet Ihrer Verluste. Wir müssen die Stellung einnehmen! Sir... Die Franzosen liegen nicht vor Whittlesey. Sie wurden leider unvermutet aufgehalten. Es ist notwendig, dass er sich in der Mitte unserer Offensive behauptet, bis sich unsere Flanke neu gruppiert hat. Swirsky. Sir. Decken Sie die toten Soldaten zu. Lassen Sie niemals wieder jemanden so rumliegen. Nein, Sir. Wir brauchen mehr Medikamente, Sir. Helft mir. Jetzt geht's besser.
Karte bitte. Captain? Alles in Ordnung. Ich habe mit General Alexander gesprochen. Er sagt, die Franzosen sind vor uns auf der linken Flanke. Der Rest unserer Division ist irgendwo auf der rechten. Wir haben den Befehl, die Charlevoix-Mühle einzunehmen. Sergeant Gedicke hat offenbar eine Lücke entdeckt, durch die wir die deutsche Verteidigung aufbrechen können. Das wäre ein Versuch wert. Private Chin! Unser Kabel reicht nicht bis zu unserem Angriffsziel, also werden Sie hier eine gut getarnte Telefonstation einrichten. Wir kontaktieren über Meldegänger. Sie geben Folgendes durch. Wir rücken vor. Wir brauchen augenblicklich Nachschub an Verpflegung, Munition, Wasser und Medikamente für die Verwundeten. Ja, Sir. Ich führe die erste Gruppe nach oben. Ich gebe Bescheid, wenn die Luft rein ist. Alles klar. McMurtry soll mit dem Rest der Männer nachkommen. Wir warten hier. Also dann, los! Lepasti! Ich hab dich gesucht. Du hast mich gefunden. Noch eine für mich? Ich habe eine Nachricht vom Major. Vergiss es, keine Verbindung. Ich habe 3 Leute losgeschickt, keiner ist wiedergekommen. Ich habe Gewehrfeuer und Granatenexplosionen gehört. Ich habe das Gefühl, die Deutschen wollen uns in den Rücken fallen. Alles klar? Ja. Wie sieht's da oben aus? Ja, ganz toll. Da tritt eine Chop Suey-Band auf und die Floradora Girls. Du wüsstest nichts mit denen anzufangen. Aber ich lerne sehr schnell. Kannst du es allein zurückbringen? Das hier ist mein Posten. Ich gehe nicht weg. Hier. Nimm die auch. Die schaden der Gesundheit. Danke. Ich danke dir. Und Sie wissen genau, dass die Franzosen sich zurückziehen? Ja, mehrere Einheiten sind bereits wieder in ihren Schützengräben. Ohne die Franzosen an unserer Flanke müssen wir uns auch zurückziehen. Ich bin in meinem Quartier. Alle Einheiten sollen sich auf unsere Linien zurückziehen. Haben Sie Verbindung zu Whittlesey? Die Leitung ist unterbrochen. Versuchen Sie es weiter. Ich will wissen, wo dieses Bataillon ist. Ja, Sir. Major, Private Chins Leitung ist unterbrochen. Er versucht, sie zu reparieren. Private Richards! Wie viele Vögel haben wir noch? 4, Sir. Schicken Sie diese Nachricht los. Nicht du, Jeremy. Du bleibst hier bei mir. Aber keine Sorge, Sir. Das hier ist eine brave kleine englische Brieftaube. Die wird denen sagen, wo wir sind. Das 254. Hessische Reserveregiment berichtet von ständigen Gefechten mit einer amerikanischen Truppe von unbekannter Stärke. Wo? An der Charlevoix-Mühle. Versuchen Sie, sich zurückzuziehen. Nein, Sie graben sich ein. Das ist Wahnsinn. Wenn die da bleiben, können wir sie umzingeln. Jetzt, wo die Franzosen und die Amerikaner
bereits aufgehalten worden. Herr General? Was? Ich habe 7 Jahre in Amerika gelebt. Die Amerikaner halten sich für unschlagbar. Wir müssen diese Einheit zerstören, bevor ihre Kameraden nach ihnen suchen. Schicken Sie die Infanteriereserve nach Chalvaux. Heute Nacht, Major Prinz. Ich möchte wissen, ob es Dummheit oder Tapferkeit ist, was diese Amerikaner antreibt. Ganz ruhig, Kleine. Jetzt bist du zu Hause. Ich denke, wir sollten hier. General? Anhören. Das Gelände ist günstig. Major Willis, hier ist bis zur Charlevaux-Mühle vorgestoßen. Aber das ist unmöglich. Er würde gern wissen, wo der Rest unserer Division bleibt und wo die Franzosen sind. Und er hat vor, die Stellung wie befohlen zu halten. Es sieht so aus, als wären Willis und seine fabelhaften Jungs die einzigen, die heute ihre Mission erfüllen. Und weil das so ist, sitzen sie nun inmitten der ganzen verdammten deutschen Armee fest. Nicht übel für einen Anwalt aus New York. Eine unserer Patrouillen hat erfahren, dass die Quads eine Vorausabteilung hierher transportieren. Gut möglich, dass sie versuchen, uns in den Rücken zu fallen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ist es ihnen gelungen, Kontakt mit unseren Flanken aufzunehmen? Nein. Noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir unbedingt Nachschub. Die Männer haben keine Verpflegung, kein Wasser. Sie durchsuchen sogar schon die Toten nach Munition. Die Toten müssen zugedeckt werden. Schicken Sie noch ein paar Meldegänger los, falls der Vogel nicht angekommen ist. 3 Männer auf verschiedenen Wegen. Jin! Jin! Mir leid. Wo zum Teufel habt ihr nur gesteckt? Wo zum Teufel kommen Sie auf einmal her? Von Whitlessys 308, seid ihr unsere Verstärkung? Nein, wir sind die K-Kompanie, die 307. Wir haben uns die Nacht über bis hierher durchgekämpft. Die Crowds sitzen uns im Nacken. Geht ja nicht da lang, da stecken noch mehr von denen. Wo kommen Sie denn dann her, verdammt? Hab ich doch gesagt, vom 308. Nein, ich meine, wo ist Ihre Stellung? Na, da, wo wir sein müssen. Nicht wie ihr, die hier rumschwänzelt wie ein Freier auf der 14. auf der Suche nach einer schnellen Nummer. Wir sollten die Mühle einnehmen, also hat der Major sie eingenommen. Jetzt warten wir auf den Angriff der Crowds morgen früh. Ganz ausgezeichnet, Private. Ich hab's verdammt satt, mich noch länger vor diesen deutschen Bastarden zu verstecken. Also gut. Sie dürfen jetzt vorangehen. Zeigen Sie uns den Weg. Major? Ihr Angriff wird heftig und diszipliniert sein. Sie warten, bis sich der Nebel verzogen hat. Sie laufen nicht gern in so einer Suppe rum. Bei Chateau du Diable haben ihre Männer während der Nacht gegessen und angegriffen, als wir gerade beim Frühstück waren. Darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben nur noch Schiffszwieback und eiserne Ration. Kein Kaffee. Sie haben absolut recht, Lieutenant. Das ist eine gute Idee. Sir? Machen Sie ein Feuer. Kratzen Sie Kaffeesatz zusammen und kochen Sie ihn auf. Die Deutschen denken vielleicht, wir frühstücken und sind noch nicht bereit. Ja, Sir. Für die Deutschen wird hier in den Wäldern anscheinend viel getan. Es soll Bowlingbahnen geben, Restaurants und Betten mit Lagen. Aber nur für Offiziere, nicht für Leute wie uns. Sie haben keine Leute, wie wir sind. Du hast keine Ahnung, Spaghetti. Sag nicht Spaghetti zu mir, klar? Wer kämpft denn deiner Meinung nach, wenn die deutschen Offiziere bowlen, in ihren Betten liegen und in Restaurants essen? Ihr Judenlümmel, südlich der Canal Street, seht doch alles nur schwarz. In Bushwick denken wir eher positiv. Es gibt schon Tolles in Brooklyn, Sepulia. Ich sag dir, die da drüben kriegen Apfelkuchen und Bier. Bier? Du hast nichts gesagt von Bier. Was für ein Bier kriegen die? Ist doch völlig egal, was für ein Bier die kriegen. Willst du ein Ei dazu? Das wäre gar nicht so übel, hä? Vergiss es, Kumpel. Jedenfalls werde ich niemand in deine Schneiderei schicken. Du wirst den Rest deines Lebens Knöpfe annehmen. Solange es lange dauert, na und? Hörst du das? Thank you.
Private Chin! Private Chin! Nichts. Kroduschinski hat alles unter Kontrolle. Ja, Major. In Deckung! Köpfe unten lassen! Ziehen Sie sich mit Ihrem Schutz zurück. Wir formieren eine Verteidigungslinie vor dem Sanitätsbereich. Dürft auf keinen Fall durchstrecken. Sir! Zurück! Zurückziehen! Neu formieren! Zurückziehen! Kommen! Kommen! Ziehen! Kommen! Hörst du mich nicht? Sir, am linken Flügel sind sie durchgebrochen. Sie rücken vor auf Captain McMurtys Linie. Die werden uns überrennen. Mann, zur Verstärkung von Captain McMurtry. Los! Sagen Sie Lieutenant Schenk, er muss durchhalten! Captain Nelson Holderman. Major Charles Whittlesey. Sir? Ich sag das zwar nicht gerne, aber wir sind kein Entsatz. Wir wollten zurück zu unserer Stellung, als die Deutschen uns von hinten angriffen. Einen besseren Zeitpunkt hätten Sie nicht finden können. Ja, offenbar, Sir.
Aber, Sir, ich habe weniger als 80 Mann in meiner Kompanie. Doch wenn ich das sagen darf, die Deutschen scheinen nicht erfreut zu sein, dass Sie hier sind. Die sollten sich besser daran gewöhnen. Ja, Sir. Ich versuch's. Nein. Die Verwundeten brauchen Wasser, die können nicht warten bis Nacht. Sergeant Gaddicky, ein Wachtposten hierher. Jeder, der versucht, Wasser zu holen, bevor der Heckenschütze ausgeschaltet ist, wird erschossen. Ja, Sir. Okay, wir sind hier. Das ist die deutsche Front. Unsere Division ist irgendwo an unserer rechten Flanke hinter diesem Hügel. General Alexander hat gesagt, die Franzosen sind an unserer linken. Lieutenant Schenk, versuchen Sie mit Sergeant Gaddicky und einem kompletten Zug zu den Franzosen zu stoßen. Noch Fragen? Nein, Sir. Dann gehen Sie los. Warum müssen wir eigentlich ein französisches Gewehr benutzen? Wir sind Amerikaner. Wir sollten amerikanische Waffen haben. Du bist kein Amerikaner, Krodoschinski. Doch, ich habe den Test bestanden. Also was soll's? Was für ein Test? Na, den auf Ellis Island, alles klar? Hast du den nicht gemacht? Nein, wieso denn auch? Ich sehe nämlich gut aus. Außerdem bist du wegen so einem Test nicht gleich Amerikaner. Der macht dich zu jemandem, den sie zum Kriegsdienst einziehen und hierher schicken können. Hey. Hey, ich bin hier, weil ich Amerikaner bin. Du bist ein Polacke. Nur in Amerika bin ich ein Polacke. In Polen, da bin ich ein Jude, der im Städtel lebt und Stiefel für die Kavallerieoffiziere macht. Ich habe den Test bestanden, Lepasti. Und sie haben mir gesagt, dass ich alles sein kann, was ich nur will. Sag nie mehr, dass ich kein Amerikaner bin. Ich habe den Test bestanden. Wo sind die anderen von Ihrem Zug? Wir sind in Hinterhalt geraten, Sir. General Alexander hat gesagt, die Franzosen seien an der linken Flanke. Wir sind nicht da. Die waren noch nie da. Wir sind umzingelt, Major Whittlesey. Und die Männer wissen das, Sir. Wenn wir durchhalten, dann halten auch Sie durch. Was glauben Sie wohl, warum die Deutschen uns unbedingt von hier vertreiben wollen? Weil wir hier, wo wir sind, eine Bedrohung für die ganze deutsche Front darstellen. Und das ist für die wohl kaum annehmbar, nicht? Nein. Nein, Sir. Dann wäre das also geklärt. Wir haben den Befehl, die Stellung zu halten. Wir rücken nicht ab. Hast du mal eine Zigarette? Ja. Hier. Colonel, was sagen Sie zu dem verlorenen Bataillon? Major Whittlesey ist nicht verloren. Wir glauben zu wissen, wo er ist. Wir kommen nur nicht an ihn ran. Wessen Schuld ist das? Das ist niemandes Schuld. So ist nun mal der Krieg. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Wir haben eine Nachricht von Major Whittlesey. Die haben mehrere deutsche Angriffe zurückgeschlagen und rechnen für morgen mit dem nächsten. Sie sind umzingelt, aber sie wollen die Stellung so lange halten, bis Entsatz kommt. Yeah! Gut. Ausgezeichnet! Weißt du, ich kann mir gut vorstellen, wo sich der Heckenschütze versteckt. Wirklich? Wenn der nur mal seinen Kopf vorstrecken würde, könnte ich ihn erledigen. Was sollte ihn bloß veranlassen, das zu tun? So was wie ein Ziel. Männer! Major?
Wir erwischen den Heckenschützen nicht. Der ist verdammt gut. Aber wir haben einen Plan. Wir müssen Wasser für die Verwundeten holen. Wenn Sie nicht aufgeben, müssen Sie vernichtet werden. Die amerikanischen Streitkräfte greifen ohne Rücksicht auf Verluste an, um diese Männer zu befreien. Wenn Ihnen der Durchbruch in die Argonne gelingt, ist das eine Katastrophe für uns. Wir benötigen Spezialeinheiten. Die Stoßtruppen. Sie werden Ihre Stoßtruppen erhalten, Major. Wir haben den Toten die Verbände abgenommen. Wir können die Verwundeten damit versorgen, Sir. Der hier ist noch gut. Er ist nur auf einer Seite benutzt worden. Was zu rauchen finden Sie vielleicht auch irgendwo, Sergeant? Ich würde gern rauchen. Ich rauche wahnsinnig gern, Sir, aber ich werde ganz bestimmt niemals die Toten nach irgendwas zu rauchen durchsuchen. Das Ganze hier hat doch überhaupt keinen Sinn mehr, Sir. Ich will eine solche Unterhaltung nicht führen, Sergeant. Sir, ich habe unter Blackjack Pershing gedient. Wir haben Pancho Villa den ganzen Weg nach Parral zurückgejagt. Sie sind ein guter Offizier, Major, aber Sie sind anders. Auf gewisse Weise sind Sie wie Ihre Männer. Das hier ist nicht Ihr Leben. Sie haben was, wohin Sie zurückkehren können. Sie waren immer ehrlich zu uns, Major. Glauben Sie denn wirklich, dass es einen Sinn hat, die Stellung zu halten? Für Männer wie General Alexander ist dies der Sinn des Lebens. Sie begreifen nicht, dass die Welt, wie wir sie kennen, hier völlig aus den Fugen geraten ist und darauf wartet, begraben zu werden. Glauben Sie, dass unsere Jungs so einfach zu ihren Handkarren und Ausbeutungsbetrieben zurückkehren? Wenn wir die Stellung halten können, werden wir vielleicht den Krieg beenden. Ich werde jetzt nach den Männern sehen, Sir. Wir bleiben hier sicher noch eine Weile. Befehl vom General. Feuer aus allen Geschützen auf diese Koordinaten zur Unterstützung von Major Whittlesey. Sind die Koordinaten bestätigt worden? Zweimal. Gut. Kanoniere! Öffnen! Achtung, Feuer! Achtung, Feuer! Knöpfe zu. Lieutenant, soll ich mal nachsehen, ob die toten Krauts Wasser oder was zu essen haben? Sie bleiben da. Ich lasse vom Ritz Steaks mit Kartoffeln bringen. Die Rechnung nicht vergessen, Lieutenant. Sie sind heute eingeladen, Sie Glückspilz. Das sind unsere! Das kommt von da hinten! Ja, das sind unsere Jungs! Ja, weiter so! Das sind unsere Geschütze! Diese fabelhaften Handlungsreisenden, ich liebe sie! Schießt auf uns! Geht in Deckung! Diese Scheißkerle! Geht in Deckung! Das sind unsere! Geht in Deckung! Sanitäter! Sofort runter zum Sanitätszelt! Die Verwundeten müssen in Sicherheit gebracht werden! Roter! Geh weg!
nicht hin! Was zum Teufel soll denn das? Sir! Oh, verdammt! Tut mir leid, Sir! Schicken Sie das los! Damit aufhören, Jeremy. Du schaffst es! Leg an! Gut so. Passt auf! Haltet die Augen offen. Die Schweine werden sicher versuchen, uns von hinten anzugreifen. Lieutenant, kommen Sie mit! Was ist denn mit dir passiert, mein Kleiner? Colonel, eine Nachricht. Lesen Sie. Unsere eigene Artillerie belegt uns mit Sperrfeuer. Um Gottes Willen, beenden Sie das. Whittlesey. Whittlesey? Feuer einstellen! Sofort Feuer einstellen! Geben Sie mir die Artillerie! Feuer einstellen! Das ist ein Befehl! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Wir treffen unsere Männer. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Hört auf zu schießen! Hört auf zu schießen! Feuer einstellen! Thank you.
Zurückweichen! Stellung halten! Stellung halten! Vorwärts! Vorwärts! Kommt auf vom LKW! Schnell, schnell, schnell! Warum haben die Amerikaner nicht aufgegeben? Doch eingekesselt sind. Ich weiß es nicht. Ich habe die Ausrüstung ihrer Toten untersucht. Sie hatten kein Wasser, kein Essen. Einer von ihnen hatte gerade noch 3 Patronen, ein anderer gar keine. Sie haben keine Munition mehr. Eigentlich müsste dieser Kampf vorbei sein. Ich fürchte, solange sie sich inmitten unserer Linien befinden, werden die Amerikaner und die Franzosen weiterhin angreifen. Vernichten Sie die Truppe vor ihnen, sodass wir diesen Wahnsinn beenden können. Wirklich, George, ganz schön beeindruckend. Man könnte das Ding vielleicht rausziehen, aber dann dürfen Sie sich nicht so viel bewegen, sonst geht die Wunde wieder auf. Na dann, lassen wir es drin. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll mir was suchen, wo ich meinen Hut aufhängen kann. Major, würden Sie mir aus meiner Bibel vorlesen? Bitte. Auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schaden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir aus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, Herr. Meine Hoffnung von meiner Jugend an. Sir, Sir, setzen Sie sich doch. Wie sieht's aus? Das geht so. Das ist nur ein Kratzer. Ich habe Wasser heiß gemacht. Hier. Danke. Gern. Captain McMurtry hat mir gesagt, Sie waren vor dem Krieg Anwalt. Ja, das stimmt. Ich hatte mit Satzungen und Verträgen zu tun. Wissen Sie, Major, Menschen wie ich und McMurtry, wir sind Berufssoldaten. Und wenn wir nicht hier wären, dann wären wir irgendwo anders. Aber Sie könnten doch auf Ihrem Gebiet tätig sein, beim General. Ich würde nicht gern mit General Alexander zusammenarbeiten. Wir sollten Ihrer Meinung nach gar nicht hier sein. Nein. Wenn das also Ihre Meinung ist, wieso sind Sie hier? Das Leben wäre so viel einfacher, wenn wir unsere Aufgaben und Verpflichtungen selbst wählen könnten. Aber das können wir nicht. Und wir sollten es auch nicht. Und deshalb bin ich hier. Lieutenant? Ich bin Major Prinz. Darf ich Ihnen was zu essen anbieten? Wir haben guten Eintopf. Nein, danke. Ich habe mittags zu viel gegessen. Ich bin total satt. Dann nehmen Sie eine Tasse Kaffee. Zigarette? Eine schlechte Angewohnheit. Vielen Dank. Ich habe 7 Jahre in Ihrem Land gelebt. Ich muss zugeben, Ihr Tabak schmeckt mir besser. Davon haben wir genug. Kommen Sie mal wieder zu uns, ich lade Sie dann zum Essen ein. Also Sie haben ausreichend Verpflegung und Tabak?
Wir haben Rationen für 2 Bataillone. Gewöhnlich haben wir noch mehr, doch es ist ausreichend für 1400 Mann. Ihr Amerikaner, ihr habt von allem immer mehr als genug. Wie dem auch sei. Sie werden sich letztlich ergeben müssen. Das glaube ich nicht. Sind Ihre Offiziere so gefühllos? Sie sind umzingelt. Sie haben keine Chance, entsetzt zu werden. Jede Nacht schicken Sie Ihre Patrouillen los. Jede Nacht töten wir Ihre Männer. Wir hören die Schreie Ihrer Verwundeten, Lieutenant. Ergeben Sie sich, daran ist nichts Unehrenhaftes. Nicht für Sie vielleicht. Das stimmt nicht für unsere Männer. Was meinen Sie damit? Ich sag Ihnen, mit wem Sie es zu tun haben, Major. Mit einer Bande von Iren, Polacken, Judenlümmeln und Spaghettis, allesamt Gangster aus New York City. Die ergeben sich einfach nicht. Niemals. Wir müssen sie finden. Sie sollen irgendwo in der Nähe der Mühle sein. Gestern sind sie mit unserem eigenen Feuer belegt worden. Wir werden sie finden. Die ist fertig. Nein, noch nicht. Warum soll ich sie eigentlich mit dir teilen? Ich habe den Kerl erschossen, von dem du sie hast. Unwichtiges Detail. Gut, mit dir rede ich nicht mehr. Hey Yoda, wie ist das Leben so in Dunghausen? In Big Fork. Was macht ihr samstagabends? Eine ganze Menge. Aber wir gehen nie allzu lange aus. Sonntagmorgens gehen wir immer in die Kirche. Danach sitzen wir gemütlich beisammen. Okay, dann eben freitagabends. Was soll denn das heißen? Was machst du, wenn du dich amüsieren willst, Yoda? Hey, warum nennt mich eigentlich niemand Bob? Wer ist Bob? Er ist Bob, dämlicher Spaghetti. Hast du noch nie was von einem Vornamen gehört? Dein Vorname ist Private. Du bleibst dein Leben lang Private, Rosen. Zum Corporal wirst du es nie schaffen. Ich will nur wieder Zivilist werden. Manchmal gehen wir auch campen. Woran liegt es nur, dass die Ochsenmerker immer vom Campen reden, wenn man sie neben einen Baum stellt? Und was machst du eigentlich, wenn du campen gehst? Im Freien schlafen und auf Feuer kochen? Und immer dieselben Sachen tragen, sich von Flöhen beißen lassen. Es macht einfach Spaß. Hast du das gehört? Wir haben Spaß hier. Ich habe hier aber keinen Spaß. Wie kann man nur so beschränkt sein? Ich fürchte, du wirst das nie zu was bringen. Du wirst deine liebe, arme Mutter enttäuschen. Da hast du recht. Hey, Yoda. Wirf deinen Becher her. Na, mach schon. Hier, Kleiner. Hau mal richtig rein. Danke. Captain? Sir? Sie bergen so viel Sie können. Ja, Sir. Private, weitergeben. Erstmal nur zudecken und dann ausruhen. Wissen Sie, wo wir sind. Dann wissen Sie auch, wo Ihre Leute sind. Ein Brite! Das ist ein britisches Flugzeug! Genau! Hier! Hier unten! Hier! Hier!
sie gesichtet. Leg an! Ein Loch und verkriecht euch! Wer weiß was? Wir haben Ihre Position! Alle herhören! Die Division versucht, zu uns durchzubrechen. Wir müssen sie wissen lassen, wo genau wir sind. Jede Nacht haben wir Meldegänger losgeschickt. Die haben sich entweder verirrt oder sind getötet worden. Aber dieser Regen bietet uns den Schutz, den wir brauchen. Wer von euch meldet sich freiwillig? Ich gehe. Ich hatte es fast geschafft, da hat dieser Krieg angefangen. Ich war so nah dran an einem Etagenfliegerjob. Fahrstuhlführer meine ich. Ich habe meine Ausdrucksweise verbessert, um den Job zu kriegen. Aufwärts, Fahrstuhl 3. Guten Morgen, guten Abend. Ein tolles Arbeiten mit Gentlemen und Ladies. Ich hätte eine wirklich tolle Uniform getragen, mit goldenen Tressen. Keine Rückenschmerzen, keine schmutzigen Hände wie die anderen Karre schiebenden Spaghettis in unserem Viertel. Was ist passiert? Was passiert ist, dass hier ist passiert. Wenn ich zurückkomme, ist der Job bestimmt weg. Und dann schiebe ich wieder meinen Karren durch New York wie die anderen Blödmänner. So ist das. Die Jungs, die zu Hause geblieben sind, holen wir nie mehr ein. Na, dann komm doch einfach mit nach Montana, wenn das hier zu Ende ist. Wir sorgen schon für dich. Soll das ein Scherz sein? Ich habe noch nie im Leben auf dem Gaul gesessen. Dann kriegst du einen, auf dem noch nie jemand gesessen hat. Das würdest du für mich tun, Cowboy? Ich bin noch nie in einem Fahrstuhl gefahren. Wo nur treibt die Army-Leute wie dich auf? Ich bin Freiwilliger. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Wieso nicht? Was ist? Ich auch. Du bist auch ein Freiwilliger? Was für Armleuchter sind wir nur? Captain? Sie beide, durchsuchen Sie die toten Deutschen. Vielleicht finden Sie was Essbares für unsere Verwundeten. Ja, Captain. Okay, ganz ruhig, es gehört dir. Halt es ganz fest, okay? Du kannst es behalten. Sei ganz ruhig. Hensch! Hensch! Ich hab was! Oh Gott! Hensch! Hensch! Nicht schießen. Landwerfer runter vom LKW. Aber ein bisschen vorsichtig.
Ich möchte, dass Sie Ihrem Commander eine Nachricht von mir persönlich überbringen. Ich weiß nicht, ob ich das darf, Sir. Geben Sie der Gefangenschaft den Vorzug? Nein, Sir. Ich werde von Ihnen geschnappt und dann soll ich eine Botschaft überbringen? Das macht mich doch zu sowas wie einem Spion. Nein. Sie und Ihre Kameraden sind tapfer und mutig. Ein Glück für Ihren Commander, dass er Männer hat wie Sie. Sehen Sie darunter. Ich will Leben retten. Ja, Sir. Major? Nicht schießen. Nicht schießen, nicht schießen. Mach's gut, Kumpel. Auf Wiedersehen, Kamerad. Ich bringe eine Nachricht von den Crowds, Sir. Wie wurden Sie behandelt? Gut, Sir. Sie haben mich verbunden und mich verpflegt. Haben Sie was von Lieutenant Leak gehört? Sie haben ihn gefangen genommen, aber es geht ihm gut. Gut. Ruhen Sie sich aus, Private. Danke, Sir. Ich hole mir eine Waffe. Hier steht, Private Hollingshead hat seinem Vaterland Ehre gemacht, weil er sich geweigert hat, die Fragen des deutschen Geheimdienstoffiziers zu beantworten. Das Leiden ihrer Verwundeten ist bis zu den deutschen Linien zu hören. Wir bitten Sie, im Namen der Menschlichkeit zu kapitulieren. Es wäre völlig sinnlos, weiteren Widerstand zu leisten angesichts der gegenwärtigen Lage. Gezeichnet Major Prince. Wissen Sie was? Ich glaube, wir haben Sie am Arsch. Die hätten sowas sonst niemals geschickt. Wie sollen wir ihm antworten, Major? Nicht annehmbar. Wie sieht's aus? Es ging mir nie besser. Lieutenant Leak ist ein guter Offizier. Ist aus Texas. Heute haben wir mehr als 60 Männer durch unser eigenes Feuer verloren. Wir haben weniger als 200 einsatzfähige Männer. Wie die das durchhalten sollen, ist mir schleierhaft. Verkaufen Sie sie nicht unter Wert, Captain. Noch vor 2 Tagen hatten wir einen chinesischen Feldtelefonisten und wir hatten einen Indianer als Meldegänger. Jetzt sind beide tot, aber darum geht's nicht. Diese Italiener, Iren, Juden und Polen, die würden mich niemals als ihren Anwalt engagieren. Wir würden nie auf denselben Veranstaltungen sein. Aber wir werden niemals mehr das ganze Leben lang nicht das Glück haben, bessere Soldaten oder bessere Menschen um uns haben zu dürfen, wie heute Nacht. Major, ich war bei Teddy Roosevelts Rough Riders. Ich habe nie unter einem besseren Offizier gedient als Ihnen. Ihre Männer würden für Sie alles tun und überall für Sie hingehen. Danke, George.
das? So triffst du nie irgendwas. Gib mir sofort Munition. Gangster. New York Gangster. Du dämlicher Spaghetti, bist du etwa verletzt? Das ist meine Chance, Rosen. Ich komme in ein nettes Hospital mit Krankenschwestern. Weißt du, dass ich unglaublich charmant sein kann? Du wirst schon einen Weg finden, alles wieder zu vermasseln. Du hast ja so recht. Na komm schon.
Major Whittlesey. Sie alle werden befördert und Auszeichnungen erhalten. Kein Wunder, dass unsere Flugzeuge sie nicht ausmachen konnten. Wenigstens ihre Artillerie hat uns ausmachen können. Wo ist der Rest ihres Bataillons? Von Sergeant Gedicke hat man nicht genug gefunden, was wir hätten beerdigen können. Der Zug von Lieutenant Schenk muss darüber gegangen sein. Er sollte sich den Franzosen anschließen, von denen Sie sagten, sie würden unsere Flanke sichern, General. Das sind annehmbare Verluste. Nicht für mich, Sir. Was Sie für Ihre Männer empfinden, kann ich nachvollziehen. Sie sagten, dass unsere Flanken gesichert wären. Und Sie gaben den Befehl zum Angriff. Sie sagten, wir würden Nachschub bekommen, doch dem war leider nicht so. Ist das auch annehmbar für Sie? Ja, das ist annehmbar für mich. Wir haben die deutschen Linien durchbrechen können, weil Sie hier Ihre Stellung hielten. Weil Sie Ihre Stellung hielten, wie ein Dorn in deren Bauch. Major, Sie haben etwas Unglaubliches geleistet. Sie hatten 600 Männer, um die Sie sich sorgen mussten, doch ich musste 20.000 in die Schlacht schicken. Damit muss ich leben. Ich habe LKWs anfordern lassen, die Ihre Männer zurückbringen werden. Sie haben die Hölle erlebt. Sie werden nie erfahren, was Sie durchmachen mussten und wozu Sie fähig sind und wozu nicht. Sie sind besser als Sie, General. Und Sie übertreffen mich. Nicht nur hier. Ich nehme Sie und Ihre Offiziere in meinem Wagen mit. Das ist nicht annehmbar, Sir. Ich bleibe bei meinen Männern. Ich verstehe. Männer! Wir brechen jetzt auf! Sacrifice and tears.